Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem Häkelkanal. Und schon sind wir Ende August. Die Zeit ist gekommen für Herbst- und Wintersachen. Man freut sich auf eine Abwechslung, dickere Wolle, dickere Pullis, auch die Accessoires. Und heute habe ich für euch ein schönes Pulli gehäkelt. Und zwar ein Pulli mal anders. Ursprünglich hatte ich die Idee, ein quadratisches Pulli zu machen. So. Ja. Und von diesem Quadrat hier 4 Quadrate zu machen. Ups. Und von diesem Quadrat hier auch 4 Quadrate zu machen. Und von der kleinen da oben wollte ich auch 4 Quadrate machen. Das ist aber hier nicht geworden. Das wurde irgendwie zu unruhig in dem Aussehen. Es ließ sich auch ganz schwer machen mit der Größe der Quadraten. Ne? Also das ist hier nicht entstanden. Wir haben nur diese 4 da. Und damit man die Quadrate schön auseinanderhält, brauchte ich ein Garn, das seine Farbe ändert. Aber nicht zu schnell ändert, wie dieser hier. Oder auch nicht zu langsam ändert, wie diese hier. Sondern so ein, wie dieser hier. Und das ist daraus geworden, ein schönes Farbverlauf. Ja. Hier sind die 4 kleinen Quadrate und da die 3 großen. Danach habe ich die Ärmel addiert. So sehen Sie, sie haben ein besonderes Schnittmuster. Die Quadrate hier erinnern an diese. Und hier wird es nur rangeäckelt mit Stäbchen. Und es bleibt also ganz einfach zu häkeln. Unser Pulli hier habe ich für eine Größe S, M gehäkelt. Aber er lässt sich auch anpassen für andere Größen. Er kann mehr oder weniger locker am Körper sitzen, weil ein Quadrat bestimmt die Größe von ganzen Pulli. Du wirst sehen, ich erkläre dich alles Schritt für Schritt im Video, auch den Halsausschnitt, auch das Zusammennähen und auch das Bündchen unten. Aber es besteht fast alles nur aus Stäbchen. Na dann fangen wir mal an. Ein kleines Wort über das Material und dann legen wir mal los. Und das ist unsere Wolle für heute. Sie heißt Horizon und von der Firma OBI hat eine Lauflänge von 550 Meter für 200 Gramm, geeignet für eine Häkelnadel Nummer 4. Und ich werde auch eine Häkelnadel Nummer 4 nehmen. Sie häkelt sich sehr gut, sie rutscht sehr gut auf der Nadel und sie teilt sich nicht, wenn man häkelt. Ein Nachteil hat es, man sollte unbedingt von außen anfangen. Ich habe mal von drinnen angefangen und am Ende habe ich einen Riesenknoten gekriegt. Oder um nur mal sicher zu gehen, eine Riesenkugel am Anfang machen und dann hat man das Problem nicht. Hat sich schon gelohnt. Und ich werde auch eine Häkelnadel Nummer 3 brauchen, und zwar für die Rippen. Na dann, jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Es geht los! Wir fangen mit einem magischen Ring an. So. Und häkeln 2 Luftmaschen hoch. 1 und 2. Dann noch 2 Stäbchen dazu. Eine. Und 2. Eine Luftmasche und 5 Stäbchen. 1, 2, 3, 4 und 5. Noch eine Luftmasche und nochmal 5 Stäbchen.
und noch eine Luftmasche und nochmal 5 Stäbchen. Eine letzte Luftmasche und dann wollen wir hier die Seite fertig machen. Wir hatten schon 3 Stäbchen insgesamt, es fehlen also 2. Eine und 2. Wir ziehen hier auf dem Faden und schließen den Kreis. Zwar hier mit einer Kettmasche. So. Erste Runde ist fertig. 2 Luftmaschen hoch und Arbeit drehen. Wir werden jedes Mal die Arbeit drehen. Ja? Dann geht es wieder los. Ein Stäbchen pro Stäbchen bis zur Ecke. So. Hier ist die Ecke, das ist da, wo die Luftmasche war. Und da drin häkeln wir ein Stäbchen. Drei Luftmaschen. 1, 2. Und noch ein Stäbchen. So. Dann haben wir ein Stäbchen pro Stäbchen bis zur nächsten Ecke. Da sehen wir ja, hier war die Luftmasche und wir arbeiten die gleiche Ecke wie zuvor, das heißt ein Stäbchen, drei Luftmaschen, 1, 2, 3 und ein Stäbchen, alles im gleichen Loch, schön. Dann nochmal ein Stäbchen pro Stäbchen bis zur nächsten Ecke. So. Und die Ecke hier bilden mit ein Stäbchen, drei Luftmaschen, 1, 2, 3 und ein Stäbchen. So. Und das wiederholen wir für diese Seite und dann diese Ecke wird gemacht und dann gehen wir weiter bis hier am Ende der Runde und da sehen wir uns wieder. Okay, da sind wir fast. Ich habe hier noch ein Stäbchen. So. Und wir schließen die Runde mit einer Kettmasche. Hier oben. So, fein. Die zweite Runde ist fertig. Und so sieht es aus. Als kleine Erklärung dazwischen. Die erste Runde ist eine Sonderrunde.
Und die zweite Runde ist die erste Runde von einem Wiederholungsmuster. Wir haben noch zwei Runden als Wiederholung, also diese zweite und diese dritte Runde, was jetzt kommt. Es geht los, dritte Runde. Zwei Luftmaschen hoch, Arbeit drehen. Ein Stäbchen pro Stäbchen bis zur Ecke, da wo die Luftmaschen sind. Und da sind wir ja. Diesmal in der Ecke hier machen wir zwei Stäbchen. Eins und zwei. Eine Luftmasche, das ist die Ecke, und zwei Stäbchen. Okay. Jetzt wieder ein Stäbchen pro Stäbchen bis zur nächsten Ecke. Und da sind wir ja, da drinnen, zwei Stäbchen. Eine Luftmasche und zwei Stäbchen. So. Ein letztes Mal zusammen. Ein Stäbchen pro Stäbchen bis zur Ecke. Zwei Stäbchen. Eine Luftmasche und zwei Stäbchen für die Ecke. Schön. So sieht es jetzt aus und wir gehen weiterhin so ein Stäbchen pro Stäbchen, eine Ecke bilden, ein Stäbchen pro Stäbchen und da sehen wir uns wieder. Okay, ich habe noch das eine Stäbchen hier und die Runde ist fertig. Wir schließen es mit einer Kettmasche da oben. Und so sieht es aus. Wir haben 11 Stäbchen pro Seite, eine Luftmasche an jeder Ecke. Und das war hier die zweite Runde von der Wiederholungsmuster. Die zweite und die letzte Runde. Das heißt, nächste Runde wird eine Runde so wie diese sein. Das machen wir noch zusammen. Zwei Luftmaschen hoch und Arbeit drehen nicht vergessen. Warum drehen wir immer der Arbeit, wenn wir es nicht drehen würden, für das Quadrat ein Drehwuchs bekommen? Ja, und das geht jetzt wieder los mit ein Stäbchen pro Stäbchen bis zur Ecke. Wir sind hier bei der Ecke gelandet und hier machen wir so wie hier am zweiten Runde. Das heißt,
ein Stäbchen, drei Luftmaschen und ein Stäbchen. Also ein Stäbchen, drei Luftmaschen und ein Stäbchen. Ja, und so weiter und so fort bis am Ende der Runde. Und da sind wir ja fast. Dieses Stäbchen war für dieses Stäbchen. Hier die Luftmaschen waren für dieses Stäbchen. Bleibt also noch ein Stäbchen übrig. Hier. So, dann können wir schließen mit einer Kettmasche. Da oben. So. Es nimmt langsam Form. Wir haben jetzt 13 Stäbchen pro Seite und die nächste Runde und letzte Runde vom Wiederholungsmuster ist die gleiche Runde wie diese. Das heißt, im Loch haben wir 2 Stäbchen, eine Luftmasche und 2 Stäbchen. Diese Runde machen wir noch zusammen und dann brauchst du nur noch tippen auf dem Kapitel Wiederholungsmuster und dann kommst du an diese Runde zurück und kannst du weiter häkeln. Na dann, 2 Luftmaschen, Arbeit drehen nicht vergessen, ein Stäbchen pro Stäbchen bis zur Ecke. Bei der Ecke 2 Stäbchen, eine Luftmasche und 2 Stäbchen. So, ein Stäbchen pro Stäbchen bis zur Ecke. Da sind wir fast. Wir haben noch eine hier. Und bei der Ecke 2 Stäbchen. Eine Luftmasche und 2 Stäbchen. Und so weiter und so fort bis am Ende der Runde. Und da schließen wir mit einer Kettmasche. Und da sind wir ja und da oben hier unsere Kettmasche. Ja, und so weiter und so fort. Immer wieder diese 2 Wiederholungsrunden. Und so häkeln wir viele Quadraten. Kleine, ein bisschen größer, richtig groß und noch größer. Nun, die Frage ist jetzt zu wissen, wie groß es ist. Ausschlaggebend ist der kleine Quadrat. Wenn man der kleine Quadrat hat, dann hat man die Größe von allen Quadraten. Ich erkläre es dir. Und so werden die Quadrate angebracht für den Vorderteil und für den Rückenteil. Wir brauchen also 1, 2, 3 mal 2, 6 große Quadrate und 8 kleine Quadrate. Zuerst brauchen wir die Größe von dem kleinen Quadrat hier. Dafür brauchen wir deinen Brustumfang. So. Und diesen Quadrat hier ist dein Brustumfang durch 8 plus 2 bis 3 cm. Das ist dieses Quadrat hier.
Für eine Größe M hier habe ich ca. 13 bis 14 cm und das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Runde. Und davon brauchen wir 8 Stücke, 8 kleine Quadrate. Diese Quadraten hier sind doppelt größer, das heißt, wenn ich hier 6 Runden hatte, werde ich hier 12 Runden haben. Dann sind sie ganz genau doppelt größer. Und da sind sie ja. Und davon brauchen wir 6 Stücke. 1, 2, 3 mal 2. Ja, und jetzt wirst du mich fragen, warum brauchen wir hier einen ganz großen und ein paar mittelkleine? Das ist für die Ärmel. Die mittelkleine hier sind die kleine plus eine Runde dazu. Kleine plus eine Runde. Und davon brauchen wir 4 Stücke. Und der ganz große, das ist der große, plus 2 Runde dazu. Ne? Der ganz große, das ist der große, plus 2 Runden dazu. Und davon brauchen wir nur ein Stück. Und somit hätten wir alles. Und hier ist unsere Kleinsammlung. Für Größe M sage ich dir, wie viele Runde ich habe, aber du kannst deine Menge an Runde haben, je nach wie dein Brustumfang ist. Also für Größe M habe ich also 8 Stück von 6 Runden und 4 Stücke von 7 Runden und 6 Stücke von 12 Runden und ein Stück von 14 Runden. Jetzt können wir zusammen nähen, erstmal die 4 kleine Quadraten zusammen. Wir müssen erstmal aufpassen, dass alle Quadrate in die gleiche Richtung zeigen. Das ist hier die sichtbare Seite. Da sieht man, dass es ein Relief gibt. Und das ist hier die Rückenseite, was man nicht sieht. Also alle 4 Quadrate gucken in diese Richtung. So, und ich werde erstmal das erste Stäbchen hier nehmen. Um die Ecke fertig zu machen, werde ich am Ende zurückkommen. Deswegen lasse ich hier ein bisschen Platz. Ja, und auch hier erste Stäbchen. Haben wir. Dann hier um das zweite Stäbchen, um das zweite Stäbchen, dritte, drittes und so weiter und so fort bis am Ende. Okay, wir sind fast am Ende. So, dann kommen wir am Anfang zurück, drehen wir die Arbeit so, und machen wir hier das Ende wie zuvor. Und daraufhin folgen die 3 große Quadraten. Ja, und hier gibt es eine kleine Schwierigkeit. Wir haben hier 38 Stäbchen. Plus hier das Loch, also sagen wir mal sowas wie 39 Stäbchen. Und hier haben wir nur 37 Stäbchen. Wir müssen also die Sache leicht anpassen. Ich zeige dir wie. Ich markiere hier das mittlere Stäbchen. Die wird hier kommen. Und dann fangen wir mit dem kleinen Quadrat an. Gucken wir mal. Hier das Stäbchen vom kleinen Quadrat nehmen, das erste Stäbchen, eine Ende lassen für später und das erste Stäbchen vom großen Quadrat, wie wir vorher gemacht haben und so weiter und so fort und dann sehen wir uns in die Mitte. Ja, soweit so gut. Wir sind hier in die Mitte gelandet. Hier haben wir noch ein Stäbchen. Die nehmen wir und wir nehmen die nächste mit. So. Ja.
und dann unten die mittlere. Okay. Und danach nehmen wir diese mittlere mit Löcher plus die nächste. Okay. So sieht es dann aus. Und dann nähen wir weiter, wie wir vorher gemacht haben. Und so sieht es am Ende aus. Wir haben noch ein Stäbchen unten für den großen Quadrat und ein Stäbchen oben für den kleinen Quadrat. Dann die Ecke. Und das hätten wir ja, Rückenteil und Vorderteil. Und für den Ärmel müssen wir die vier übrigen kleinen Quadrate auch zusammen verbinden. Nachdem, dass wir die Teile gedampft haben, können wir den Halsausschnitt bilden. Und zwar von Ende bis zur Mitte. Hier ist die Mitte und hier ist auch die Mitte. Und dann habe ich noch zwei Punkte dazu. Hier markiert. Und letzten Schliff für den Halsausschnitt. Wir machen jetzt eine Runde mit festen Maschen. Und wir fangen in eine Ecke an. Da reinstechen, Faden holen, eine Luftmasche und an der gleichen Stelle machen wir die erste feste Masche. So. Dann eine feste Masche überall. Und hier in der Mitte machen wir so eine feste Masche im Loch, eine feste Masche in der Naht. Das ist zwar nicht einfach, aber es geht trotzdem. So. Und eine feste Masche im Loch. Und dann wieder eine feste Masche pro Masche. Und hier bei der Schulternaht bleiben wir so mit einer feste Masche pro Masche. Hier war die letzte Masche, hier ist die Naht und die nächste Masche ist da. Ja, bis am Ende der Runde. Ja, und wir schließen die Runde mit einer Kettmasche. Jetzt die Ärmel. Im Prinzip werden sie so angebaut. Das ist hier das Vorderteil oder das Rückenteil. Dieses hier ist, was wir genäht haben mit dem kleineren Quadrat, die eine Runde dazu haben. Und dieses hier ist der ganz große Quadrat. Ne? Dann wollen wir hier anhäkeln, zwar mit Stäbchen und immer mit Zunahmen links und rechts. Und zuerst müssen wir aufpassen, weil wir hier mehr Stäbchen haben als hier. Zwar, ich habe hier 48, die mittlere hier, die Naht zähle ich mit. Und ich habe hier nur 43. Das heißt, ich werde direkt bei der ersten Reihe die Sache regeln. Ich werde eine mittig addieren und dann zwei da und zwei da. Während ich hier bei der ersten Reihe gar nichts addieren werde. Okay, wir machen erstmal den großen Quadrat. Ich habe hier die mittige Masche markiert. Wir fangen hier an. Einstechen, Faden holen und drei Luftmaschen als Ersatz für ein Stäbchen. Zwei und drei. Noch ein Stäbchen im Loch. Somit sind die zwei Stäbchen addiert. Dann ein Stäbchen pro Stäbchen bis zum Haken.
Und da sind wir ja. Und hier werde ich zwei drinne häkeln. Eins. Zwei. Und dann weiter bis zu Ende. Ein Stäbchen pro Stäbchen. So, hier sind wir ja und hier radiere ich zwei Stäbchen. So. Und somit habe ich genauso viele Stäbchen hier, als ich hier habe bei der anderen großen Quadrat, von dort bis dort. Womöglich ist dein Quadrat hier anders, weil du eine andere Größe hast als ich. Dann musst du das gleiche tun, zählen, wie viele Stäbchen du hier hast. Die Naht zählt wie ein Stäbchen und dann die ganzen Stäbchen hier addieren. Und jetzt können wir weiter häkeln. Drei Luftmaschen hoch als Ersatz für ein Stäbchen. Arbeit drehen. Wir machen eine Zunahme, das heißt ein zweites Stäbchen im gleichen Loch. So. Und dann ein Stäbchen pro Stäbchen bis am Ende der Reihe. Und da sind wir ja. Ich habe noch eine. Um es einfacher zu machen, gehe ich direkt ins Loch. Und eine Zunahme dazu. Also noch eine. So. Und es geht wieder los. Drei Luftmaschen als Ersatz für ein Stäbchen. Arbeit drehen. Im gleichen Loch eine Zunahme, ein Stäbchen. So. Stäbchen. Ein Stäbchen pro Stäbchen bis am Ende der Reihe. Und am Ende der Reihe eine Zunahme, das heißt zwei Stäbchen in dieses Loch statt nur eine. So. Und nochmal drei Luftmaschen hoch als Ersatz für ein Stäbchen. Arbeit drehen, eine Zunahme, das heißt an der gleichen Stelle hier ein Stäbchen. Und so weiter und so fort. Bis dass du hier ungefähr die Höhe von dem ersten Quadrat hast, ein bisschen kleiner. Ich habe hier 15 Reihen addiert und wir werden provisorisch hier annähen, so ganz schnell, und da annähen und unser Stück versuchen. Ja, und wenn die Länge dir richtig gefällt, dann kannst du hier das provisorische abbauen und richtig nähen, hier lang und da lang. Sonst addierst du ein paar Reihen, ein, zwei, bis es dir gefällt. Jetzt können wir den zweiten Ärmel weiter häkeln. Wir fangen hier an und wir machen gar keine Zunahme für die erste Reihe, das heißt ein Stäbchen pro Stäbchen. Fahren holen, drei Luftmaschen und ein Stäbchen pro Stäbchen bis am Ende der Reihe und da sehen wir uns wieder. Aber vorher eine kleine Erklärung hier für die Mitte. Hier haben wir noch eine. Und in die Naht hier häkeln wir auch eine. Auch wenn es schwer ist, die Nadel rein zu tun, das kriegen wir schon hin.
So. Okay. Und dann weiter. Ein Stäbchen pro Stäbchen. Und da sehen wir ja eine noch. So. Und dann fangen wir an wie bei den anderen Ärmeln. 3 Luftmaschen hoch. Arbeit drehen. Eine Zunahme, das heißt ein Stäbchen an der gleichen Stelle. Und ein Stäbchen pro Stäbchen. Bis am Ende der Reihe. Und hier sind wir gelandet. Wir haben noch eine hier. Und am Ende machen wir wieder eine Zunahme. Das heißt, statt ein Stäbchen im Loch, häkeln wir 2 Stäbchen im Loch. Und wir wiederholen das Ganze. 3 Luftmaschen hoch, Arbeit drehen. Ein Stäbchen an der gleichen Stelle. Das ist die Zunahme von Anfang der Reihe. Und jetzt die Zunahme am Ende der Reihe. Das heißt im Loch hier 2 Stäbchen statt nur eine. Und so weiter und so fort, bis dass du genauso viel Reihen hast wie beim ersten Ärmel. Bei mir sind dann 15 Stück, also auch hier 15 Stücke. Und danach kannst du, wie beim ersten Ärmel, hier lang nähen. Wir sind fast fertig. Das sieht gut aus. Aber ein letzter Schliff möchte ich noch machen, und zwar hier unten. Das gefällt mir nicht so. Man kann es so lassen. Aber hier der Übergang, das gefällt mir nicht so. Und deswegen werde ich eine Rippe raneckeln. Dafür nehme ich die dünnere Eckelnadel, die Nummer 3, und werde ich hier eine Reihe von Stäbchen erstmal eckeln mit 5 Abnahmen verteilen. Jede 15. Masche bei mir hier werde ich eine Abnahme machen. Dann legen wir mal los. 2 Luftmaschen hoch als Ersatz für ein Stäbchen. 1 und 2. Und überall ein Stäbchen pro Stäbchen. Hier die 2. Masche. 3. Masche. 4. 5. 6. 7. Ich habe jetzt 13 und die Nummer 14 und 15 werde ich zusammen eckeln. So, das heißt, eckeln nicht bis zu Ende. Nächste Masche, eckeln nicht bis zu Ende. Ein Umschlag, alle weg. Und dann fangen wir wieder an. Die erste Masche. Die 2. 3. 4. Ich bin erneut bei 13 und die 14. Masche wird geäckelt, nicht bis zu Ende. 15. auch, nicht bis zu Ende. Umschlag alle weg. Und nochmal. Das machen wir weiter bis am Ende der Reihe. Da sehen wir uns wieder. 2. 3. Und da sind wir ja, und wir machen einfach weiter hier rum, ganze Runde, bis das wieder da sind, und die Abnahmen nicht vergessen. Das sind also circa 10 Abnahmen für den ganzen Umfang. Und da sind wir ja am Ende der Runde. Wir schließen mit einer Kettmasche, so, 2 Luftmaschen hoch. Arbeit drehen,
Und wir werden jetzt mit Reliefstäbchen arbeiten. Das heißt, ein Umschlag von oben reinstechen, um die Masche rum, Faden holen und Stäbchen häkeln. Ein Umschlag von unten reinstechen, um die Masche rum, Faden holen, Stäbchen häkeln. Jetzt von ganz nah gesehen ein Umschlag von oben reinstechen, um die Masche rum, Faden holen und Stäbchen häkeln. Vorsichtig, hier haben wir zwei zusammen geäckelte Maschen. Also ein Umschlag von unten reinstechen, um diese zwei rum, Faden holen und Stäbchen häkeln. Ein Umschlag von oben reinstechen, um die Masche rum, Faden holen, Stäbchen häkeln. Ein Umschlag von unten reinstechen, um die Masche rum, Faden holen. So und Stäbchen häkeln. Ja? Noch einmal zusammen. Ein Umschlag von oben reinstechen, um die Masche rumgehen, Faden holen, Stäbchen häkeln. Ein Umschlag von unten reinstechen, um die Masche rum, Faden holen, Stäbchen häkeln. Und so weiter und so fort, bis dass wir wieder da sind. Und vorher noch eine kurze Erklärung. Hier hatten wir dort diese zwei zusammen abgemaschte Stäbchen. Wir waren hier von oben reinstechen. Wir müssen also hier von unten reinstechen. Umschlag von unten reinstechen, dann um diese zwei abgemaschte Stäbchen rumgehen, Faden holen und Stäbchen häkeln. Jetzt sehen wir uns am Ende der Runde. Bis dann! Hier sind wir am Ende der Reihe und wir müssen aufpassen und uns anpassen, wie das geht. Hier von oben eingestochen, da von oben eingestochen. Diese hier wäre also von unten eingestochen. Ja, also ich passe mich hier an. Ich kann nicht so reinstechen. Aber so, ja, und die Kettmasche, und da habe ich es. Bei dir musst du dich anpassen, wie es gerade ist. Dann die zwei Luftmaschen hoch, Arbeit drehen, so, und das Muster verfolgen, das heißt, ihr von unten die nächste von oben, von unten, von oben bis am Ende der Reihe. Und hier sind wir wieder. Hier war es von oben, hier von unten. Die nächste ist also von oben. Also man würde so reinstechen und zurückkommen um die Masche rum. Kettmasche. Na? Und nochmal zwei Luftmaschen hoch, Arbeit drehen und das Muster folgen. Das heißt hier von oben, danach von unten, von oben. Von unten und so weiter und so fort. Bis dass du 6 cm gehäkelt hast. Hier ist unser Pulli fertig. Das ist richtig, richtig ein besonderes Stück. Er ist warm, er wird dich den ganzen Winter und Herbst lang begleiten.
Na, so sieht er aus. Und ihn faltet. Ja. Und hier das Bündchen, das wir gerade fertig haben, ist auch nett. Ja, wenn meine Arbeit dir gefällt, dann gib mir ein Like und abonniere und wir sehen uns regelmäßig für neue Häkelanleitungen. Ich freue mich. Tschüssi!